Gabriela Mada, geboren in Serbien, wird uns heute erzählen, wie sie zur Wahrsagerei gekommen ist. Die gebürtige Serbin kam vor 25 Jahren nach Österreich und wohnt mit ihrer Familie in Eisenstadt. Gabi, wie sie von ihren Freunden genannt wird, hat 5 Kinder und 9 Enkelkinder. Die Gabe über das Wahrsagen hat sie seit ihrer Kindheit. Als ich klein war, ich habe oft bei einer Zigeunerin gewesen mit meiner Mutter. Und dort hat die Karte gelegt und ich habe sehr viel ausgekannt und ich habe auf die Karte gezeigt. Die hat gesagt, was wird passieren, und sie hat gesagt, das ist wahr. Und dann hat gesagt, dass ich habe eine Fähigkeit und dass ich ausnütze. Weil ich kann sehr viele Leute die Karten legen, weil das legen wir von der Seele, das kann man nicht lernen. Das muss man, die zwei Seelen zusammen schweißen, und dann alles kann ich sagen, auch von dem Leben. Die Karte sagt sehr viel. Nicht nur eine, sagt auch von Liebe, sagt auch von deiner Zukunft, die Gegenwart und sagt auch die Vergangenheit. Und so habe ich dann ausprobiert und hat sehr viel funktioniert. Und sehr viele Stammkunden habe ich seitdem. Die kommen sie immer wieder, wenn etwas wissen wollen sie. Ich habe sehr viele Stammkundenkunden. Und leider, was ich sage, das in ein paar Wochen, in ein paar Jahren, ein paar Monate passiert. Und das kommt immer wieder. Dann kommen sie immer wieder, warum habe ich nicht gesagt. Gibt es in die Karte, wo es nicht alles darf man sagen. Ganz genau, dass die nicht Angst kriegen, sie die Menschen oder die Leute. Dann musste ich das anderes formulieren, obwohl ich sehe, was kommt. Und dann Beispiel, eine Frau war auch krank. Warum habe ich nicht gesagt? Ich habe gesehen in die Karte. Ich habe für Mann gesagt, auch dass gesund wird. Und nach 3 Monaten war auch wieder gesund. Ja. So habe ich zum Karten schon gekommen und seitdem schaue ich gerne die Karte. Wenn Karten legen will, kann zu mir kommen und kann ich anschauen und dann kann ich alles erzählen. Meistens wollen sie wissen, die jungen Leute, Beispiel von der Liebe, was wird, was kommt. Die anderen wollen sie wissen von Arbeit, von Gesundheit. Das ist verschiedene Sache, was sie immer fragen haben. Dann müssen wir die Karte legen und kann ich beantworten die Frage. Auch wenn nicht gleich kommt, aber die Karte zeigt aus, meistens in ein Jahr. Ja, natürlich, und dann rufen sie mich immer wieder an und fragen sie mich, wie und was kommt, und dann habe ich gesagt, ich habe ihnen gesagt, das alles aufschreiben sie. Weil besser bei die Karte schauen, dass sie aufschreibt, die Kunde, weil dann weiß, was ich gesagt habe. Und kann ich auch gleich nachschauen, auch telefonisch, und dann sage ich die Bescheid, was wird und was kommt wieder. Natürlich kann ich auf die Zukunft sagen, die Karte zeigt auch die Gegenwart, auch die Vergangenheit und auch die Zukunft. Und ich kann sehr viel sagen für die Kunden, für die Zukunft, was kommt, und das wird sicher eingetroffen bei jeder Leute. Weil jeder dann nachher ruft mich an und dann hat gesagt, du hast das gesagt, ich kann jetzt erinnern. Und das, die Zukunft schon, sagt die Karte. Und die Zukunft, ein paar Jahre kann auch vorsagen. Nicht nur heute bis morgen. Mundpropaganda haben sie zu mir gekommen und telefonisch dann haben sie weitergegeben und telefonisch haben sie mich erreicht, weil sie wollten sie etwas wissen von Zukunft, von Gesundheit, von Glück. Und alle Kunden wünsche ich viel Glück, Gesundheit und erfolgreiche Zukunft. Dass ich für die Menschen helfen kann.